Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Die Rapper geben sich bei uns jetzt die Klinke in die Hand. Nein, das war ein Scherz, aber wir haben das zweite Mal einen Rapper bei Bewusst TV, der nicht so Gangster-Rap macht, was das Übliche. Das wäre auch, glaube ich, nichts für Bewusst TV, sondern die Bandbreite ist da, beziehungsweise Boyner von der Bandbreite. Du bist ja nicht alleine, aber du bist alleine hier jetzt und du machst mit einem Kumpel Musik, Rap, politischen Rap kann man sagen, oder? Und bist jetzt viel auf den Montagswachen, Mahnwachen unterwegs, warst gestern in Bremen. Können wir gleich drüber reden, aber erzähl mal, wie hat das angefangen? Ich meine, hast du erst Rap gemacht und bist dann sozusagen, hast dann gemerkt, es ist so viel los in der Welt, dass man quasi auch die Politik nicht vernachlässigen kann? Oder umgekehrt, hast du gesagt, ich interessiere mich politisch und will das irgendwie musikalisch ausdrücken oder wie? Ich hatte, glaube ich, immer schon einen Hang zur Lyrik. Also in dem mittlerweile wieder aufgelegten Yps-Heft, da hatte ich meine ersten Veröffentlichungen, quasi meine Gedichte. Echt? Das haben, ja, in der Tat. Und also ich hatte schon immer einen Hang dazu. Und ich war auch immer ein politischer Mensch. Und mein Vater hat mich sehr früh schon mit zur damaligen Friedensbewegung mitgebracht. Mhm. Da ging es dann gegen SS-20 und Pershing 2 Stationierung. Ja. Und da saß ich dann auf den Schultern meines Vaters und folgte dann den Ostermärschen, die damals noch richtig gut besucht waren. Ja, damals gab es ja noch eine richtig große Friedensbewegung. Richtig, war auch mal ein, wie heißt das, Prockdorf da? Und dann richtig mit Hubschrauber von der Polizei und überall Absperrung. Der Ostermarsch Ruhr war eine Institution. Ja, da zog man wirklich durchs komplette Ruhrgebiet. Ne? Ja. Und insofern bin ich schon immer politisiert gewesen, auch ein Bewusstsein für Umweltzerstörung mitbekommen, quasi aus dem Elternhaus und für soziale Ungerechtigkeit. Ja, und irgendwann kam dann Rap. Rap war ja nicht sofort da. Das ging ja in den 80ern in den Staaten erst los, in New York, und schwappte dann so langsam rüber mit der Breakdance-Welle. Und da war mir das noch sehr fern. Aber als die ersten deutschsprachigen Rapper dann aufkamen, habe ich schon gemerkt, das ist mein Medium. Ich habe dann auch ganz schnell gemerkt, dass ich in diese klassische Hip-Hop-Szene gar nicht so richtig reinpasse. Ja. Und dass es mir eigentlich wirklich primär darum geht, natürlich Informationen zu transportieren. Ich sag mal, wir machen ja schon sehr eingängige Musik, um nicht zu sagen seicht, das wäre es vielleicht übertrieben, aber mit einer Rap-Komponente, ich sag mal, die Musik ist Pop-Musik, ein bisschen Rap, ein bisschen Pop, aber das, was absolut Hardcore sind eben die Texte, weil die sind eben gnadenlos ehrlich und sehr radikal. Das ist richtig, das ist eigentlich eine schöne Kombination, wie ich das auch empfinde, also eigentlich Rap ist für mich überhaupt nichts, ich meine, ich bin jetzt ältere Generation, kann so eigentlich wenig damit anfangen, gerade mit den Botschaften, die da meistens ja sind, die sind ja sehr übersichtlich. Obwohl der Ursprung ja eigentlich auch in der Tat eine politische Komponente hat, also ein Grandmaster Flash, der hat ja darauf aufmerksam machen wollen, wie schlecht die Verhältnisse im New Yorker Ghetto sind. Ja, also ursprünglich ist es ja dazu da, um soziale Missstände anzuprangern, die Rapmusik. Und jetzt ist es halt mit dem ganzen Gangster-Rap, der dann auch natürlich aus den USA mit rüber geschwappt ist, auch in Deutschland populär geworden, sag ich mal, niedere Inhalte zu transportieren mit Rapmusik. Ja, das ist heute eher so was ich damit verbinde, und deswegen meistens interessiert es mich nicht so, aber deine Sachen, da muss ich auch sagen, du hast es eben gesagt, so ein bisschen seicht würde ich gar nicht sagen, aber sie gehen wirklich, sie berühren mich. Also du hast da auch erstmal diese lyrische Art zu singen auch, und es geht wirklich ans Herz. Man spürt, du hast da auch einen gewissen Schmerz oder auch eine Wut auf das, was läuft in der Welt, auf die Lügen. Ne? Denke ich, höre ich zumindest raus, und ich erkenne das ja selber auch wieder in mir sozusagen. Also es tickt was an, weil die Zustände in der Welt sind eigentlich im Moment ja extrem, geht auf Kriegsgefahr. Das ist sicherlich auch was dich immer, oder nicht sicherlich, ich weiß, dass es ein großes Thema bei dir ist. Im Moment mit der Ukraine-Krise wird ja eine Kriegspropaganda betrieben, und die meisten Menschen wollen eigentlich keinen Krieg. Wie ist da deine Erfahrung jetzt mit den Friedensmahnwachen? Ist ja eine große Bewegung, die Medien ignorieren es, und wenn, dann wird es ja auch leicht noch in der Ecke gesteckt. Ne? Ja, also für mich ist die Bewegung noch nicht groß genug. Ja. Und ich denke, das ist auch die augenblickliche Problematik. Also es sind ja mittlerweile 130 Städte. In Bautzen haben wir die Liste verlesen, da sind mir schon zwei Städte aufgefallen, die da noch gar nicht drauf standen, ja. Wo ich schon Während man liest, gesehen habe. Ist noch eine dazugekommen. Ja, genau, richtig. Und das ist natürlich super. Und
ich mache ja eigentlich seit 2000, ich glaube im Jahr 2008 haben wir den Song über 9/11 gemacht. Mhm. Es gibt ja diese unglaubliche Verschwörungstheorie von Osama Bin Laden und den 19 Arabern, ja, die mit Teppichmessern dann 4 Maschinen entführen und 2,5 Stunden damit so durch die Gegend fliegen, um, ja, dann eben 3 ihrer vorbestimmten Ziele zu treffen und obwohl nur 2 Hochhäuser getroffen sind, 3 Stück in Schutt, ja, und Asche zu legen. Und das ist ja eine unglaubliche Verschwörungstheorie, die uns, ja, der Mainstream da erzählt. Genau. Und wir sind dann in 2008 über den Film Loose Change und den Plain Sight dazu gekommen. Ich habe auch ein bisschen physikalische Grundkenntnisse, mal 4 Semester Nachrichtentechnik studiert. Da habe ich gesagt, muss eine kontrollierte Sprengung gewesen sein, mhm, weil so schnell kann das Hochhaus einfach nicht zusammenfallen. Da werden jetzt, glaube ich, diesen Jahrestag wird es eine große Aktion in New York geben von, ich weiß nicht, 2000 Architekten und sowas, die auch wirklich sagen, also nach all unseren Kenntnissen, das kann so nicht gewesen, ja, sein, genau das, was du sagst, und die wollen jetzt in New York am 11. September eben da das ziemlich groß aufziehen. Ja. Und genau diese Inhalte haben wir dann eben aufbereitet in 2008 und das war im Prinzip auch der Beginn, sag ich mal, eines Blicks hinter die Kulissen. Und da fingen eigentlich unsere Themen eigentlich erst richtig an. Weil dann kamen wir eben in Kontakt mit ganz vielen, den letzten investigativen Journalisten in diesem Land, die eben nicht nur Themen wie 9/11 recherchieren, sondern man begegnet dann mit Frieda Wagner, der einem vom Einsatz von Uranmunition erzählt. Einfach so viele Unglaublichkeiten, die Medien komplett verschweigen und Kritik am Finanzsystem, ja, wie Geld entsteht, dass Geld aus dem Nichts geschöpft wird und trotzdem Menschen dafür enteignet werden, wenn, ja, Geld, das aus dem Nichts kommt, wenn sie das nicht zurückzahlen können. Und das sind dann eben so Themen gewesen, die sich bei uns durch die letzten 7 Jahre gezogen haben. Und womit wir anscheinend jemandem doch irgendwo auf die Füße treten oder einer Interessensgruppe, weil wir da natürlich einen ganz starken Widerstand bekommen haben. Wir haben alle unsere ESO-Watch-Akte und wer die nicht hat, ist auch kein richtiger Dissident. Das ist richtig. Ja. Also da findet man die, ja, guten Leute bei Psiram. Heißt ja, es ja auf jeden Fall. Psiram heißt es ja jetzt. Oder keine Werbung dafür machen. Nee, um Gottes Willen. Aber in der Tat waren das dann 7 Jahre, wo wir Themen aufbereitet haben, die der Mahnwachenbewegung am Herz liegen. Es war ja auch ein Teil in der Occupy-Bewegung, aber die hat sich ja selber zerlegt. Wir haben da mal gespielt. Ich habe mein eigenes technisches Equipment mitgebracht in Berlin und musste dann mit Leuten kämpfen, die versucht haben, mir mein eigenes Mikrofon aus der Hand zu reißen. Das ist krass. Während der Tour, wo ja, dann andere Berliner noch ganz entsetzt waren und sich dann am offenen Mikro noch für mich eingesetzt haben. Aber Occupy hat sich ja auch quasi selbst zerlegt. Ursprünglich war da halt die Forderung, wir sind die 99%. Und dann kamen die typischen antideutschen Unterwanderer und haben die Assembleas so lange aufgebläht mit, das sei aber antisemitisch. Ja. Weil die 1% seien ja, und das haben sie ja gesagt, seien ja Juden. Und das würde die Occupy-Bewegung behaupten. Also mit solchem Schwachsinn, ja, zersetzt man eine komplette Bewegung. Und naja, aber die Mahnwachen, das ist ja das sozusagen, was übrig geblieben ist, ja. Und zwar eine wirkliche Gruppe von Menschen, die das Bedürfnis hat, einen friedlichen Widerstand gegen das System zu leisten und die Probleme im System auch eben erkennt. Und in den 7 Jahren vor der Mahnwachenbewegung, muss ich ganz ehrlich sagen, waren wir nicht viel unterwegs. Wir sind zwar immer eingeladen worden, ja, aber prompt dann auch immer ausgeladen worden, weil diese ganzen Diffamierungen, die sich durchs Netz ziehen, natürlich auch durch Links und Backlinks bei Google irgendwann so ein hohes Ranking bekommen haben, dass so eine Seite wie ESOWATCH oben steht und die Traute und der Mut, zu Dissidenten zu stehen als Veranstalter, die ist in Deutschland anscheinend nicht sehr hoch. Man liest was und sagt, oh, das ist ja gefährlich. Die Verlegerin unserer Biografie hatte mal versucht, eine Tour auf die Beine zu stellen und hat, glaube ich, 50 oder 60 Locations angerufen. Die haben alle einmal auf unsere oder uns einmal gegoogelt und wollten dann nicht mehr. Ne? Und ja, einfach nur wegen dieser quasi sich selbst immer weiter ausweitenden Diffamierung, weil man ja auch viel lieber irgendeinen Blödsinn glaubt, der im Netz steht, als auf die Menschen zuzugehen und sich mit denen auseinanderzusetzen. Also, ja, das war dann schon eine ganz schöne Durststrecke. Du hast dann, glaube ich, auch einen Song extra dazu gemacht, liebe Veranstalter. Ein Lied, was mir auch sehr zu Herzen ging, weil ich genau das auch kenne. Wir haben ja auch bewusst Kongresse gehabt, wo wir 3, 4, 5 Mal einen neuen Saal suchen mussten, weil das dann eben auch gesagt wurde, das sind ganz böse. Ne? Und vielleicht können wir auch mal irgendwo in was reinhören, weil das wäre jetzt vielleicht ein Beispiel, dass wir kurz mal einen Eindruck von dir kriegen. Wir spielen mal ein paar Takte von deinem Lied, liebe Veranstalter. Halbwahrheiten gleichgeschaltet, sie machen den Tag zur Nacht. Lieber Veranstalter, ich sage bitte sehr, erinnere dich der Worte aus dem Munde von Voltaire.
Ich mag verdammen, was du sagst, doch werd mein Leben dafür geben, dass du's sagen darfst. Lieber Veranstalter, ich sage bitte sehr, erinnere dich der Worte aus dem Munde von Voltaire. Ich mag verdammen, was du sagst, doch werd mein Leben dafür geben, dass du's sagen darfst. Ich muss an dieser Stelle einfach nochmal Dank sagen, denen, die an uns festhielten, dass trotz all der Anklagen echte Demokraten, die den Wahnsinn hinterfragten, sich nicht belatschen ließen, uns gleich wieder auszuladen. Davon sollte es mehr geben. So, da ist ja dieser Vorwurf, du hast es angesprochen eben, dass man da in die rechte Ecke gesteckt wird, das funktioniert ja eigentlich nicht mehr, weil es total widersprüchlich ist. Also Menschen, die jetzt für den Frieden sind, die für eine Welt ohne Grenzen sind oder ohne diese Kriege, die ja immer auch auf nationalen Sachen basieren, die das nicht wollen, die werden in die rechte Ecke gesteckt. Das funktioniert ja nicht. Hast du das Gefühl, das nutzt sich irgendwie ab? Oder das nutzt sich ab. Ja. Spätestens als der Spiegel sich letztlich wieder entblödet hat, Xavier Naidoo einen Rechtsradikalen oder einen Rechtssympathisanten zu nennen, wie auch immer, da fangen die Leute dann an aufzustehen. Wir selber waren ja jetzt kürzlich erst an der Eriko-Spitze in Hamburg und haben quasi gegen die Kriegshetze des Spiegels demonstriert. Okay. Ich habe ja auch eine persönliche Beziehung zum Spiegel. Wir sind ja insgesamt dreimal bei Spiegel Online aufgetaucht. Die Bandbreite, eine kleine Band aus Duisburg, die ein bisschen politische Musik macht, die keiner kennt, die taucht auf einmal auf der Startseite von Spiegel Online auf. Das erste Mal war es, als man feststellte, dass nachdem wir unseren 9-11-Song gemacht haben, auf einer Gewerkschaftsveranstaltung in Nürnberg aufgetreten sind. Da ging dann über die Kanäle das an den Spiegel und dann titelte der Spiegel Gewerkschafter lassen Verschwörungstheoretiker rappen sinngemäß. Und das hat dann wohl bei IG Metall und DGB jemand als Dienstanweisung missverstanden. Ja. Und sieht ja auch, hat ja fast die gleiche Farbe auch, der Spiegel. Ja, genau, richtig. Ja. Und man will ja keinen Stress. Und dann war die Arbeit mit dem Spiegel vorbei. Zuletzt war es dann eigentlich ein Versehen, dass wir auf der Liste der Unterstützer für die Linkspartei im niedersächsischen Bundestagswahlkampf noch aufgeführt waren. Unser Freund Dieter Dehm, den ich sehr schätze von der Linkspartei, der hatte, da sind wir quasi zufällig noch reingerutscht und dann ging der Shitstorm los, wie kann man nur die Bandbreite da draufsetzen, und dann hat der Spiegel das direkten Aufmacher draus gemacht und in der versucht sowohl den Dieter Dehm als uns zu diffamieren und titelte dann Spitzenpolitiker Niedersachsen Linkspartei verteidigt frauenverachtende Band. Also ne, man sucht ihr seid immer, frauenverachtend. Ja, wusste ich gar nicht. Wir sind alles, wir sind auch schwul. Schwulenfeindlich sind wir auch und antispitzen. Bist du ja mal ganz falsch. Ja, ich hörte das schon. Ja, nein, es ist unglaublich einfach, was die einem erzählen wollen. Also was für es wird immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ja. Immer ein Pferd tot geritten, um dann aufs nächste aufzuspringen. Und das nutzt sich natürlich ab und die Leute, die im Netz sind, die bekommen das ja auch mit. Und das ist diese Friedensbewegung, ja, die realisiert, dass da mediale Diffamierung passiert und die bleibt auf der Straße. Und diese Durststrecke, diese 7 Jahre, die sind jetzt für mich vorbei. Wir sind jetzt in der ganzen Republik unterwegs. Ich glaube, wir waren mittlerweile in über 20 Städten und das ist einfach immer erfrischend. Man hat die Möglichkeit, mit Menschen zu reden und hat eine gleiche Grundlage, einen gleichen Wissensfundus. Deshalb bin ich auch sehr optimistisch, dass diese Bewegung nicht wie Occupy zerstört wird, sondern die Leute haben eben die gleichen Informationen über Social Media, haben die gleichen Dokumentationen gesehen, wissen um die Sachverhalte und sind jetzt auch politisch nicht irgendwo verortet, sondern denen geht es um die Sache. Ja? Also in dieser Bewegung ist es eigentlich eine sachbezogene Politik. Zumal man ja merkt, dass diese politischen Schubladen rechts, links, dass sie einfach nicht funktionieren. Das, was manchmal sind ja Dinge, die man Rechten zuspricht, ähnlich dem, was Linke, also sie wollen beide, dass die Deutschen sich nicht an Kriegen beteiligen. Viele Sachen sind ähnlich, das heißt, man kann eigentlich dieses Rechts-Links-Schema, das funktioniert nicht mehr, das hat vielleicht mal früher funktioniert. Ja, viele identifizieren sich eben noch darüber. Ja. Ich würde mich auch selber als den Linken betrachten, allein aus meiner Tradition heraus. Ich bin jetzt kein Marxist, ich bin Silvio Gesell näher als Marx und der Geldsystemkritik auf jeden Fall näher als Marx. Ich denke schon, dass
dass man da noch differenzieren muss. Es ist ja auch, also ist rechtskonservativ oder ist rechtsradikal im Sinne von Neonazi, da muss man ja schon noch differenzieren. Das sehe ich auch so. Aber das Ding ist, dass Leute, die überhaupt nicht rechtsradikal sind, oftmals einfach aus, weil es gerade opportun ist, nämlich uns gefällt nicht, dass wir Frieden mit, also oder den Politikern gefällt der Frieden mit Russland nicht, sondern die wollen lieber die Spannungssituation haben und dann sind alle, die sagen, ey, wir müssen uns doch arrangieren und für den Frieden mit Russland sein und für eine Aussöhnung sein, die sind dann auf einmal rechts, ja. Das ist das Problem eigentlich dabei, ne? Dass das eigentlich so ein Kampfbegriff ist, genauso wie Verschwörungstheoretiker als Kampfbegriff benutzt wird, ne? Aber dem werden wir auch mit der nächsten Platte was entgegensetzen, weil mir auch auffällt, gerade wo du links und rechts ansprichst, es gibt ja auch noch eine Traditionslinke, die nicht das ist, was in Form von Antideutschen mit Israel- und Amerika-Flaggen auf den Mahnwachen auftaucht, um diese Friedensaktionen zu stören. Ja? Und das war mir wichtig, ja, dass es einen Bert Brecht gegeben hat, der ein traditioneller Linker gewesen ist, der einfach die Jetztzeit einfach in seinen uralten Sachen einfach hervorragend abbildet, ja? Dass wir fangen dann auch auf der neuen Platte, die neue Platte wird die letzten Linken heißen, an der arbeiten wir gerade, das kann man ja auch im doppelten Sinne verstehen, einfach um den Leuten auch mal klar zu machen, dass es in der linken Bewegung eben nicht nur diese Antideutschen gibt, sondern dass es eigentlich eine sehr große antiimperialistische Tradition in der Linken gibt und eine große Friedenstradition und dass es diese Organisation, die auch 9/11 kritisieren, die auch das Thema Uranmunition kritisieren, die das Thema Medienverblendung kritisieren, die sind da, nur wir sehen die nicht. Wir als, oder sag ich mal, die Bewegung als normale Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, die eben einfach nur sachbezogen Kritik üben, haben ein Bild von der linken Bewegung in Deutschland, was diesen Antideutschen entspricht. Aber das ist nicht das richtige Bild. Ja, das sind leider die wir da immer sehen. Aber das ist nicht die aktuelle linke Bewegung. Und da gibt's noch eine. Und ich find's auch ganz wichtig, dass die in der Friedensbewegung, dass die damit integriert wird, weil die stehen teilweise seit 30 Jahren steht die traditionelle Friedensbewegung auf der Straße und demonstriert. Und mir ist es ganz wichtig, dann einen Schulterschluss zu machen und dafür zu sorgen, dass man gemeinsam auf der Straße steht, so wie Dieter Dehm das ja auch auf der Mahnwache gesagt hat. Er hätte damals nicht gegen SS-20 und Pershing 2 demonstrieren können, wenn er sich immer wieder hätte auseinanderdividieren lassen an Kleinigkeiten. Es braucht also einen Schulterschluss. Ne? Da brauche ich jetzt Rechtsradikale, will ich da persönlich jetzt nicht sehen. Mit denen möchte ich mich da nicht umgeben. Also ich rede von Rechtsradikalen, nicht von Konservativen oder von Leuten, die sich vielleicht als rechts bezeichnen, aber nicht rechtsradikal sind. Ja? Das ist für mich kein Problem. Die breite Bevölkerung muss aufstehen, sonst wird da nichts passieren. Ne? Ich hatte neulich, ich habe ja auch auf der Friedensmahnwache Nordwest, also in Bremen, gesprochen und da war jemand, der sich auch als jüdischer Abstammung erklärt hat. Und ich habe dann gesagt, ich werde im Internet als Antisemit dargestellt, gibst du mir die Hand? Und war natürlich kein Problem. Da haben dann einige von der Antifa gleich draus gemacht, oh, Joe Conrad ist ein Antisemit und er sagt es auch noch so. Also ganz krass, aber... Ja, da muss man schon aufpassen, was man sagt, weil alles aus dem Kontext gezogen wird und... Ja. Ich habe dann aber gemerkt, einer von der Antifa, der mich dann bei Facebook da voll oft an den Stopp Joe Conrad und keine Mikrofone für Reichsideologien und ich habe dann den angeschrieben und nach einer Zeit hat er dann auch geantwortet und dann haben wir wirklich miteinander geredet und das Interessante war, der war wirklich mit Antifa und so vermummt hat er dann mit mir geskypt und dann hat er aber gesagt, er kennt die ganzen Sachen so mit 9/11. Er hat mit dir geskypt dann? Ja, dann haben wir geredet und dann konnten wir eigentlich miteinander reden und haben festgestellt, eigentlich haben wir ganz viele ähnliche Vorstellungen. Das heißt, das Miteinander reden ist für mich das Wichtige, dass man nicht sagt, oh, der ist rechts, mit dem rede ich nicht oder der ist links. Wir können nicht miteinander reden, sondern es hat eigentlich gezeigt, der war ja nun meines Erachtens ideologisch ziemlich festgelegt. Aber tatsächlich, wenn man mit ihm geredet hat, er hat eben sich mit der Geheimgesellschaft und so weiter befasst und kannte eine ganze Menge. Und die Unterschiede waren gar nicht so groß, wie er jetzt sagte, stopp den und so, mit dem darf man nichts machen. Das heißt, wenn man miteinander redet, dann kann man eigentlich auch diese Dinge überwinden. Natürlich. Ja, und dann merkt man auch, wie tickt der Mensch hier. Ist das jemand, der eine andere Meinung zum Thema hat oder ist das jemand, der wirklich menschenverachtend ist? Ne? Ja. Und das sind die Sachen, man kann ja
durchaus andere Meinung haben und anderer Meinung sein, aber es geht darum, ist das jemand, der wirklich eine menschenverachtende Ideologie vertritt und der mit seinem Denken Hintergedanken hat, aber meistens habe ich eher das Gefühl gehabt, dass die Dissidenten, die Andersdenken, diejenigen sind, die einfach nur aufgrund der Tatsache, dass sie unbequem sind, eben solchen Diffamierungen ausgesetzt sind. Genau. Ne? Und ich meine, gegen Antisemitismus kann ich mich nur verwehren und das tue ich auch auf jeder Mahnwache, wo ich unseren Palästina-Song spiele. Die Problematik ist einfach, dass in Deutschland man sich solidarisiert mit einer rechtsradikalen, rassistischen Netanjahu-Regierung, mit einem Außenminister, Viktor Liebermann, der ganz offen sagt, ich würde die Araber am liebsten mit Bussen ans Meer fahren und die da ersäufen. Ja, und das sind Aussagen, die sind einfach pervers menschenverachtend und da solidarisiere ich mich doch als Linker in Deutschland mit den Linken in Israel, mit einem Yossi Bartal, der in Berlin demonstriert. Da gibt es ja auch einen Widerstand gegen das, was die Regierung macht. Ja, eben, und da muss ich doch mit denen den Schulterschluss suchen und nicht mit diesen rechtsradikalen Kräften, die da an der Regierung sind. Ja? Dann solidarisiere ich mich mit einem Rolf Verleger, der ja einen wunderschönen Auftritt im Mittagsmagazin hatte. Das war herrlich, weil die, glaube ich, nicht wussten. Sie wussten nur, er war mal im Zentralrat der Juden aktiv. Aber was er dann sagte, dass er da überhaupt keinen Antisemitismus sieht, dass er nur eine Wut auf die israelische Regierung und ihre militärische Intervention, um es mal vorsichtig auszudrücken, hat und dass er sich überhaupt als Jude nicht unwohl fühlt, sondern dass er das Gefühl hat, dass den Leuten das aufstößt, was die israelische Regierung anscheinend im 2- oder 3-Jahres-Rhythmus immer wieder im Gazastreifen veranstaltet. Ja, okay. Da war die Redakteurin, glaube ich, nicht so drauf gefasst. Oder eine Evelyn Hecht-Galinsky, die Tochter von Heinz Galinsky, dem ehemaligen Zentralrat der Juden, Vorsitzenden des Zentralrates der Juden, der gesagt hat, ich habe Auschwitz nicht überlebt, um zu neuem Unrecht zu schweigen. Ja. Oder mein im letzten Jahr verstorbener Freund Dusty Stoney aus der Gründungsformation von Tonsteine Scherben, der auch sich für die Rechte der Palästinenser stark gemacht hat, obwohl er jüdischer Abstammung ist. Ja? Mhm. Und es geht nicht um den Glauben, es geht nicht um Jude sein oder nicht Jude sein. Es geht darum, dass da in Israel Menschenrechtsverletzungen der allerübelsten Art passieren. Apartheidstaat im Grunde. Ja, mit einer Mauer weggeschlossen, über Tunnel nur versorgt. Und das ist einfach ein Unrecht und das darf man nicht geschehen lassen. Eben aus der historischen Verantwortung als Deutscher heraus darf man das schon nicht geschehen lassen. Also wir sollen nicht aus der Vergangenheit lernen, dass man niemals einen Juden kritisieren darf, sondern dass man Unrecht nicht zulässt, dass Menschen unterdrückt werden. Und das ist da eindeutig der Fall. Und wie gesagt, da zählt der Glaube ja auch nicht. Das ist einfach ein Unrecht und das da muss man kritisieren dürfen. Und da stelle ich mich gerne mit Günter Grass in einer Reihe. Ja, aber wie gesagt, da wird das Wort Antisemit eben missbraucht für Leute, die ja, eben... Ja, vor allem, weil man ja auch dann gar nicht mehr weiß, was ist denn überhaupt noch ein echter Antisemit? Also einer, der offen die Juden als schlecht kritisiert wie Horst Mahler, der ist auf der gleichen Stufe wie Günter Grass. Das ist doch eine absolute Relativierung, ein ganzes Volk als boshaft darzustellen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Waffenlieferungen an eben so einen Apartheidstaat zu liefern. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen, aber eben diese antideutsche Antifa mit ihren Appellen, die sorgt dafür, dass das alles nur noch ein Brei ist. Und das ist die eigentliche Gefahr. Ja. Das ist nämlich Relativierung des Nationalsozialismus, was uns immer vorgeworfen wird. Das ist Relativierung des Nationalsozialismus und das ist uns dann eben auch ein Anliegen gewesen mit der neuen CD, wo wir dann eben auch viele Covers haben, wirklich traditionelle Sachen, Thälmann, Kolonne, alte Arbeiterlieder, wo gezeigt wird, dass das, was die Mahnwache jetzt von links mitbekommt, was ja eigentlich gar nicht links ist, dass das nicht die linke Tradition ist, wie es sie mal gab. Ne? Ja. Und deshalb war es uns dann Anliegen, eben linke Lieder zu machen, teilweise eben wirklich alte Songs aus der Arbeiterbewegung und der Song Thälmann Kolonne beispielsweise, da geht es um den Widerstand gegen das Franco-Regime in Spanien. Die Einheitsfront von Brecht, wo er aufruft, sich gegen die Kapitalisten zu wehren, ja, das sind dann Teile. Und natürlich haben wir neue Songs darauf, tagesaktuelle Sachen, spannende Sachen, auf die man sich freuen kann, die zeigen, dass es eine lebendige linke Bewegung gibt,
wovon wir ein Teil sind, ja, und die die durchaus ihre Berechtigung hat und die nicht so aussieht, wie die Antifa uns verkaufen will, was eigentlich links sein. Ja, genau, das ist eben ein Zerrbild, aber das ist eben auf beiden Seiten, muss man unterscheiden. Bei Rechten und Linken gibt es eben welche, die sind extrem, mit denen ist es schwierig, aber es die ist meisten ja im Deutschen Bundestag nicht anders. Ja, ja, also wenn wir sehen, ich spiele des Öfteren den Song Die Mafia von unserer aktuellen Platte Art aber fair und da brösel ich quasi die transatlantischen Thinktanks ein bisschen auf. Eigentlich im Primären die Atlantikbrücke. Ich habe mich aber auch mit vielen anderen beschäftigt. Und da scheint ja die Politik gemacht zu werden, die unisono da beschlossen wird und so im Bundestag umgesetzt wird. Ja. Und im Bundestag ist es ja das Gleiche. Also ob ich jetzt FDP, CDU, SPD oder Grüne habe, die Linkspartei ist da vielleicht noch eine kleine Ausnahme, obwohl es da auch mittlerweile starke Einflüsse in Richtung Beteiligung an Auslandseinsätzen gibt. Man hat ja auch Angst, dass die Linken beim nächsten Mal vielleicht zweitstärkste Kraft werden, ja möglicherweise. Und da müssen die ja eingenordet sein. Ja. Müssen die ja wissen, wie man sich international mit den Freunden sozusagen zu verhalten hat. Das weiß man ja von den Piraten zum Beispiel, als sie ein bisschen über 5% genau, kam, musste der Vorsitzende gleich irgendwo... Kissinger. Ja. Ja, Kissinger kam dann ja kurz vorbei. Genau. Das war übrigens auch einer der Dispute, weshalb der Spiegel über uns schrieb, weil der Online-Beauftragte bzw. der Twitter-Beauftragte konnte gar nicht glauben, dass die Piratenpartei jetzt eben nicht mehr basisdemokratische Abstimmung machen will, sondern hin zu Köpfen. Das hatte, ich glaube, es war der Schlömer, hatte dann einfach an diesen Parteitag oder dieses Treffen der Piratenpartei den Pressetermin ohne den Rest der Partei noch angehängt. Und da war der Twitter-Beauftragte so irritiert und sagt, das kann ja gar nicht sein. Der Spiegel schreibt Mist und postet dann an unseren Song Spieglein, Spieglein, wofür er dann einen ganz großen Rüffel bekommen hat, um dann selber festzustellen, ja, stimmte doch. Also die Piraten, und das stand dann auch so im Spiegel, wir wollen mehr zu Köpfen und weg von dieser Basisdemokratie. Das ist ja schrecklich. Da sitzen alle in einem Raum und haben ein Thema und dann drücken die auf ihren Computer und sagen entweder ja oder nein. Und dann kommt dann das Ergebnis der Mehrheit raus. Und nicht das Ergebnis des Parteichefs. Ja. Das ist ja unglaublich, das ist ja angewandte Demokratie. Sowas können wir nicht haben, das ist total nicht unberechenbar. Ja. Ne? Und ja, so waren wir dann auch ein kleiner, wieder mal im Spiegel, wenn auch nicht namentlich genannt, das haben sie sich dann gespart, aber haben da dann auch schon wieder mitgerührt in einer größeren politischen Auseinandersetzung. Aber da sieht man ja, wie es passiert. Die Parteien werden eingenordet und es gibt rot-rote Arbeitskreise, wo SPDler mit Linken versuchen, schon mal auf eine Linie zu kommen. Und in diesen elitären Thinktanks sind die Linken eben noch nicht drin, aber der ganze Rest im Bundestag. Und dann ist es eigentlich egal, ob es ein Willy Wimmer aus der CDU ist oder ein Dieter Dehm oder eine Sivim Derdelen aus der Linkspartei. Die guten Leute sind da, sie sind in allen Fraktionen, aber die sind leider zu wenig. Ja, ja, und werden von den Medien dann unterdrückt oder werden nicht so oft eingeladen. Ja, und kriegen dann immer den Rüffel halt. Ne? Oder werden von Markus Lanz wie Sarah Wagenknecht auf unsägliche Art und Weise zerrissen. Ne? Ja, ja. So ist das halt. Okay, lass uns nochmal auf deine Musik zurückkommen. Ich habe eine ganze Menge Platten. Wie viel sind CDs inzwischen? 9 CDs? Wir haben noch 4 Stück mit. Ich glaube, der Rest ist vergriffen. 4 oder 5 CDs, glaube ich, haben wir. Ja. Haben wir, ja. Doch, schon eine ganze Menge. Und, also, man kann sich informieren auf diebandbreite.de. Genau. Und natürlich auf facebook.com/diebandbreite. Ich sage das nochmal explizit, weil ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorie aufmachen, aber man findet uns nicht bei Facebook. Man findet so eine geklonte Wikipedia-Seite. Aha. Und die Bandbreite selber, unsere Bandseite, da sind Torben und ich so ein Bild von uns, von so einem roten Hintergrund. Bei der Suche, die nicht sowieso schon mit uns befreundet sind, die finden die Seite irgendwie nicht. Deshalb /diebandbreite eingeben und dann landet man auf Facebook. Und ist ja auch mittlerweile das effektivste virale Mittel eigentlich, Facebook, um die Botschaft auch nach außen zu tragen. Das ist ja das Schöne, dass da inzwischen auch viel diskutiert wird. Es war ja eigentlich mal ein Medium, was sozial eigentlich nur so Freundschaften und ich kenne den und er kennt wen. Aber inzwischen werden da wirklich die Sachen gepostet, die dem System sicherlich auch nicht so angenehm sind. Ja, ne? Richtig. Ist ja auch eine gute Sache. Das ist eine feine Sache. Das zeigt eben, dass wir, siehst du das auch so, dass wir eine Zeit haben, wo sich auch vieles ändert, wo vieles, was früher noch funktioniert hat, heute nicht mehr funktioniert? Oder denkst du, das geht immer so weiter? Oder siehst du einen Wandel?
Also in der Bewegung merke ich, dass es manchen nicht schnell genug geht. Ja. Ne? Also ich war ja immer noch dabei zu erzählen, dass 7 Jahre im Prinzip ziemlich schwierig waren. Jetzt 7 Dürrejahre, jetzt kommen 7 Fette hoffentlich. Hoffentlich, ja. Aber die Sache ist die, jetzt stehen endlich Leute auf der Straße. Ja. Und es sind vielleicht mancherorts 50 oder 100, irgendwo sind es 200 und in Berlin waren es mal 4.000, sind vielleicht jetzt noch 2.000, das wankt natürlich auch so ein bisschen. Ja. Ne? Und viele werden dann da ungeduldig auch in der Bewegung und fangen an, das ist mir zu seicht, was du hier erzählst, wir müssen doch endlich mal Gas geben und dann meine liebsten Spezies, die wollen dann direkt irgendwelche Parlamente besetzen und den Reichstag einnehmen oder das Parlament in Brüssel, auch wenn die gerade in Straßburg tagen. Ja, und das sind dann so Sachen, wo ich sage, Leute, ein bisschen runterkommen, ein bisschen sachlicher auch werden, dann sind oftmals einige Dinge einfach sachlich nicht richtig, die Redner von sich geben, die so überschwänglich sind und nach vorne wollen. Ich sage, ich habe jetzt 7 Jahre gewartet, dass überhaupt jemand auf der Straße steht. Erwartet doch nicht, dass nach der 4. Mahnwache die Revolution kommt. Ne? Und dann habe ich auch schon appelliert, dass es so viele Dinge gibt, die man machen kann, also zivilen Ungehorsam zu leisten, sich einfach wirklich mal vors Magnushaus zu setzen, wenn die ganzen Großkopfwarten da kommen und sich mal wieder treffen. Oder den Spiegel zu blockieren, wenn der mal wieder antirussische Kriegspropaganda betreibt. Ja, es gibt so viele gute Ideen oder einfach mal wieder eine Parteizentrale blockieren. Die alte Friedensbewegung hat das auch gemacht und das hat ja auch Effekt. Ja, man kann tolle Aktionen unternehmen, man kann Politiker auf nette Art und Weise bloßstellen. Es gibt da sehr viele intelligente Ideen. Die Gewerkschaften haben auch schon neue Mechanismen des Organizings entwickelt. Da muss man einfach mal gucken, was kann man denn machen, um Bewusstsein zu wecken. Denn das ist es ja erstmal. Wir sitzen ja hier bei Bewusst TV, da kann man ja mal drüber sprechen. Genau. Es geht ja erstmal um Bewusstsein. Ja. Denn die meisten, die, wie soll ich das sagen, die schmoren im eigenen Saft. Wenn du dich immer nur mit Leuten unterhältst, die wissen, wie es um die Welt steht und dass nicht alles echt ist, dass es False-Flag-Attacken gibt, dass Kriege ganz bewusst aufgebaut werden, dann denkst du, alle anderen sehen das auch so, aber es ist nicht so. Ja, ich habe viel Kontakt zu Menschen, die haben überhaupt keine Berührungspunkte. Und wenn die mich irgendwann ansprechen und sagen, ich habe das und das gehört, dann weiß ich, dass unsere Themen, die wir hier behandeln, Mainstream sind. Aber das sind sie nicht. Wir sind ganz, ganz weit davon entfernt, dass das, was wir machen, Mainstream ist. Wir brauchen diese kritische Masse. Und wir stehen jetzt auf der Straße, dann gib uns doch nochmal 1, 2, 3, 4 und vielleicht auch nochmal 7 Jahre Zeit, bis so viele aufgeweckt sind. Und das ist dann auch der Appell, den ich an die Mahnwachen habe, weil viele Leute natürlich da erstmal so eine geistige Heimat finden, weil sie endlich mal mit jemandem reden können, ohne als bescheuert dargestellt zu werden. Aber es geht nicht um die Leute und ihren inneren Kampf und ihren inneren Kampf mit sich selbst in den Jahren, in denen sie da im Internet rumgesurft haben und Sachen rausgefunden haben, sondern es geht um die Leute, die daran vorbeilaufen, die mit den Shoppingtüten, mit Gucci und so in der Hand. Um die geht's. Ja, und darauf ausgerichtet, also das ist zumindest mein Glaube und ich schließe mich da dem Lars Mehrholz an, der es bei Max Kaiser ja gesagt hat, es ist ein Bildungsauftrag, ja. Und zwar einfach den Leuten ein Forum zu bieten, wo sie hinhören können und einfach mal merken, nein, Obama ist nicht der nette liebe Junge, wie sie uns das immer verkaufen wollen. Und Putin sondern, nicht der Böse, der die ganzen Länder überfällt. Genau. Der hat ja überhaupt kein Land überfallen, wird aber so getan. Ja, genau, richtig. Dem Mann muss man bestimmt auch differenziert betrachten. Klar. Aber deshalb habe ich auch den Appell unterstützt, Russia Today auf Deutsch zu gründen. Ich glaube nicht, dass alles, was Russia Today bringen wird, grundsätzlich die Wahrheit sein wird. Nein, aber es ist eine andere Seite. Eben, genau. Und dann kann man die Schnittmenge bilden oder gucken, wem glaube ich denn jetzt einfach mehr, und man kann sich einfach ein besseres Bild machen. An die Wahrheit kommen wir sowieso nie ran. Ja, also ganz richtig an die Wahrheit ran. Ja. Es gibt immer nur Plausibilitäten. Etwas kann sehr plausibel sein und so plausibel, dass man es für die Wahrheit hält. Aber man muss eben abwägen und man muss da Möglichkeiten haben. Ne? Aber im Moment sieht man eben sehr deutlich, dass die Lügen in Bezug auf Ukraine von ganz vielen Menschen einfach nicht mehr gekauft werden. Yeah. Das heißt, es gibt massenhaft Kommentare bei den Massenmedien, bei Tagesschau und was weiß ich heute. Aber trotzdem bleibe ich dabei. Ich sage, den Großteil der Leute hat es noch nicht erreicht. Also wir haben vielleicht, die Frage ist, vielleicht
30, 40, 50.000 Aktivisten, die auf der Straße stehen. Mhm. Und bestimmt nochmal 200.000 Menschen, die das, oder 300.000 Menschen, die das verfolgen. Aber es ist noch nicht die kritische Masse. Also bei 300.000 zu 80 Millionen, da sind wir noch wirklich. Aber wir sind auf dem Weg. Ich sehe es auf dem Weg. Und ja? Ich sehe es so, dass es nicht um die Massen geht, weil die Massen sind eigentlich immer träge. Es sind immer ja einige wenige, die Veränderungen bringen. Und du sagst, es gibt eine kritische Masse. Natürlich auch, eine kritische Masse, wie groß die jetzt sein muss bei 80 Millionen, kann man schwer sagen. Aber es müssen nicht die 80 Millionen jetzt alle erreichen. Natürlich. Irgendwann schwappt das Bewusstsein über. Du weißt das mit den hundertsten Affen und so weiter. Das Interessante ist ja, das sehe ich bei dir ja auch, man fängt irgendwo mit einem Thema an und dann kommen eigentlich die anderen Themen, die kommen irgendwann dann alleine. Die kommen von ganz alleine. Das ist das Interessante und das merke ich bei vielen Leuten, die fangen irgendwo an und dann, das geht heute auch viel schneller. Das heißt, ich habe ja, weiß ich nicht, 20 Jahre befasse ich mich jetzt mit diesen ganzen Sachen oder noch länger, ich weiß es nicht und du triffst heute Leute, die fragst du, wann hast du damit angefangen? Ja, vor einem Jahr. Und die wissen aber voll Bescheid. Ne? Das finde ich immer ganz interessant, dass das eben sehr viel schneller geht. Ja, Lars Merz, der Initiator der Mahnwachen in Berlin, hat ja auch erst drei Monate vor seiner ersten Mahnwache eigentlich angefangen, sich diese Inhalte, die wir uns schon seit Jahren angucken, mal durchzuackern. So ein Crashkurs, und dann festgestellt, wow, das ist ja wirklich ein globaler Betrug, der hier passiert. Und das kann in sehr kurzer Zeit gehen. Und ich denke, dass man eine Menge Menschen da auch noch zu bewegen kann. Aber ich glaube, wir sind im Augenblick immer noch in dem Stadium, wo es darum geht, jeden einzelnen Kopf zu gewinnen, damit die Menge größer wird. Und natürlich auch die Entscheider. Ja, es geht, du hast recht, die träge Masse, um die geht es wahrscheinlich weniger. Aber es geht um die Entscheider. Ja. Ja, die sind teilweise ganz abgehoben von dem, was die Menschen bewegt. Das, und so, kriegen die gar nicht mehr mit, weil die irgendwie. Wenn die ein Bewusstsein bekommen und auch mehr Leute hinter sich wissen, dann ist da vielleicht auch mehr Mut da. Es ist nun mal so, dass man als erstes dazu neigt, viele Leute auf den Mahnwachen haben Angst, benutzen nicht ihre richtigen Namen. Ich kenne etliche, deren Namen ich nicht kenne, deren realen Namen, weil die sagen, nee, nimm mal den Namen. Ist mir natürlich auch vollkommen recht, denn ich sehe ja selber am eigenen Beispiel, wie es gehen kann. Ne? Ich bin ja in diversen Organisationen nicht mehr gern gesehen, weil ich da klare Worte habe, weil diese Diffamierung auch immer weiter überhand genommen haben, man das geglaubt hat, sich das aufgeschaukelt hat, man die Leute auch gar nicht anhören will, man sich angreifbar macht, wenn man dann so eine Bandbreite verteidigt in seinem Verband und sagt, aber die machen doch eigentlich gute Musik, die sind doch eigentlich voll in unseren Idealen. Bei der Linkspartei in Herten erzählte mir eine Frau, die wir in Düsseldorf wieder getroffen haben, am letzten Samstag, dass sie ihren Job verloren hat, weil sie uns eingeladen hat. Ja, das ist natürlich krass. Also so funktioniert das System im Grunde noch. Wir sind ja jetzt gar nicht mehr Opfer. Es ist ja jetzt die Jutta Ditfurth, die sich da aufschwingt, im Mainstream bei Dreisat irgendwie ihr neues Buch verkaufen zu müssen, weil sie anscheinend kein Geld mehr hat und deshalb immer noch den gleichen Schwachsinn erzählt, wenn dann die Initiatoren der Mahnwachen wären. Das kriegen die Leute mit und sie lassen sich das ja nicht mehr gefallen. Das heißt, ganz viele Menschen, die, und ich glaube, es sind mehr als, es sind natürlich die Aktiven, hast du gesagt, es ist übersichtlich, aber es sind sicherlich viel mehr, die das auch sich damit beschäftigen und die das auch beobachten, was da mit diesen Schubladen gearbeitet wird. Wo es früher noch funktioniert hätte, weil ja heute alle Leute dann irgendwo mit rechts konfrontiert werden, müssen sich auch damit befassen und lernen dann zu differenzieren und nicht mehr zu sagen, oh, mit dem will ich nichts zu tun haben, sondern das machen wir, was er sagt. Ne? Also ich denke, da passiert schon sehr viel. Ja, das passiert, aber wie gesagt, wir sind da immer noch in der Anfangsphase. Wir müssen uns noch ein bisschen Zeit lassen, also diese Überschwänglichkeit. Der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Ja? So ist es. Und die Rennerei ist es dann nicht. Ne? Und wie gesagt, die Außenwirkung, das ist eigentlich das Wichtigste. Versuchen nicht sich als, auch da geht es auch um die Themenauswahl. Ja? Ich finde zum Beispiel Souveränität, wir kennen alle die Worte von Wolfgang Schäuble und von Gregor Gysi, aber das ist meines Erachtens kein Thema für die Mahnwache. Weil es den Leuten einfach schon schwer genug fällt, wenn ich über 9/11 singe, ja, und die einfach schon das nicht glauben wollen, dass es nicht so gewesen ist, wie uns das die Medien erzählen, dass man die Leute nicht überfrachten darf. Du musst die Leute da abholen, wo die stehen. Und ich finde, das ist mit
ja, Medienverblendung kann man ja nur sagen, oder Gleichschaltung darf man ja nicht sagen, sage ich jetzt trotzdem, aber die schreiben ja alle das Gleiche, ob es jetzt gleich geschaltet ist oder nicht. Ja, dass Kriege bewusst provoziert werden, um an Ressourcen zu kommen, um geopolitische Vorteile zu erreichen, und diese Lüge mit dem Geld aus dem Nichts, das sind schon drei Themen, die sind schon hart. Extrem, ja. Ja, für Leute, die damit nichts zu tun haben wollen. Viele erzählen mir auf den Mahnwachen, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe dein Lied gehört, dann habe ich angefangen zu recherchieren, ne? Und man darf die Menschen da nicht überfrachten, man muss die da abholen, wo sie stehen, und darf sie da nicht mit Sachen überfrachten, die darüber hinausgehen, wo dann auch teilweise die Leute sehr aggressiv argumentieren und so. Und ich finde, das sind Themen, die man bestimmt auch nochmal rausholen kann und genauer beleuchten muss. Ja, man muss allem nachgehen, ja, wenn ich Hinweise habe, dass da Verschwörungen stattfinden, wie Dieter eben so schön sagte, wenn eine Verschwörung stattfindet, brauche ich dazu eine Theorie, ja. Ja, in der Tat ist das so, ja. Und genau. Theorien können ja auch wahr sein, also eigentlich ist das nichts anderes als eine bessere Detektivarbeit, wie es ein Wolfgang Egger zum Beispiel macht. Ja. Und aber am Anfang, für den Anfang sage ich, es ist dieser Minimalkonsens, der einfach wichtig ist, um noch mehr Leute aus der breiten Bevölkerung dazu einzuladen, sich der Friedensbewegung anzuschließen. Ne? Denn natürlich, das Bewusstsein und die Wahrheit lässt sich nicht aufhalten, sagen wir auch an einem unserer Lieder. Da bin ich auch überzeugt von. Aber man darf sich da auch nicht selbst im Wege stehen und sich, sag ich mal, so sektiererisch gebärden, wenn man dann da steht, sondern man muss eine Offenheit und eine Empathie für die Leute haben, die da links und rechts an den Mahnwachen vorbeilaufen und versuchen, die zu bekommen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass man die Leute da nicht verprellt. Ne? Du hast ja in diesem einen Song eben das auch sehr, dieses Wort von Voltaire aufgegriffen. Ich mag verabscheuen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns immer wieder auch sagen müssen, auch wenn jemand jetzt vielleicht ganz andere Ansichten hat. Und ich lade ja auch viele Menschen an. Ich muss nicht sagen, dass ich jetzt alles mit jedem da übereinstimme. Richtig. Man wird ja oft dann gesagt, ja, der hat den interviewt, dann muss er ja auch, ne, dann ist man gleich mit im Boot. Das kann es ja nicht sein. Ja, das sehe ich auch so. Also nur wenn man, es ist ja so gewesen, dass bei der AZK, dafür bin ich aus linken Kreisen angemacht worden, Silvia Stolz da gewesen ist, die ja sozusagen die rechte Hand von Horst Mahler ist. Und ich habe gesagt, mit Silvia Stolz habe ich nichts zu tun. Ich habe mit Horst Mahler nichts zu tun und ich distanziere mich von denen. Aber ich kann mich nicht von den Menschen distanzieren, die auf der AZK schon Jahre zuvor gute Beiträge geliefert haben und die wichtige, effiziente Beiträge liefern. Und ich vergleiche das dann immer mit einem Supermarkt. Du kannst dich entscheiden, ob du Coca-Cola dir kaufen willst, in deinen Einkaufswagen legen willst, wo Coca-Cola in Brasilien auch schon gerne mal mit paramilitärischen Truppen eine Gewerkschaftsmannschaft niederschießt. Oder du kannst dich für ein Fairtrade-Produkt entscheiden. Okay, das ist jetzt auch ein bisschen in Verruf bekommen. Aber nimm mal an, da ist ein Anbieter, ja, der bietet wirklich faires oder Essen lokalen, oder was auch immer an. Oder einen lokalen Bauern. Ja. Und genauso ist es mit einem Kopfverlag, genauso ist es mit einem Kai Humilius Verlag und genauso ist es auch mit einem Spiegel Verlag. Selbst im Spiegel findet man ja Artikel. Manchmal lassen sie den Augstein ja noch mal eine Kolumne schreiben, ja, die nicht ganz so antideutsch geprägt ist, wie der Rest ist. Eine, ja? Eine oder Frontal 21. Ja. Genau. Also man kann nicht pauschal was verurteilen. Ich habe jetzt mittlerweile auch ein ambivalentes Verhältnis zur jungen Welt, die eigentlich immer sehr positiv über uns berichtet hat. Allerdings mit dem Ditfurth-Einfluss uns dann auch einmal auch als Verschwörungstheoretiker und Rechtsesoteriker, ich weiß nicht mehr genau, was sie da geschrieben haben, aber irgendeinen Blödsinn natürlich aufs Papier gehoben haben bei sich. Ne? Das ist immer sehr ambivalent und da sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Einstellungen, unterschiedlichen Gesinnungen und man kann nirgendwo die Leute über einen Kamm scheren. Wovon ich mich grundsätzlich distanziere, ist von marodierenden, gewalttätigen Menschen, die andere Menschen diskriminieren oder die sagen, ich rede nicht mit dir, weil du bist schlecht. Ja. Irrtümlicherweise bekommt man von den Antideutschen das ja auch. Die sehen einen ja als Abschaum an. Ja. Aber selbst mit denen rede ich und sag denen, Leute, was ihr macht, ist falsch, auch wenn man mit denen nicht reden kann, weil die ja überhaupt keine Argumente haben. Ja? Also ich bin vollkommen dafür, dass man die Menschen so nimmt, wie sie sind. Und wenn jemand meint, im Osten Deutschlands auf Ausländerjagd gehen zu müssen, dann hat er ein Problem. Und zwar ein gewaltiges. Und zwar hier und wahrscheinlich noch viel mehr hier drin in seinem Herzen. Ja. Und wenn ich mit dem nicht rede und dem nicht sage, du bist auf dem falschen Weg,
Da mache ich mich doch eigentlich selber schuldig. Ich kann doch nicht glauben, weil ich einen Nazi auf die Fresse hau, hört er auf, ein Nazi zu sein. Natürlich nicht. Aber vielleicht hat er irgendwo ein Problem und man kann drüber reden und dann merkt man, so jetzt verstehe ich dich. Ja, so wie dein Skype-Gespräch mit dem Antifa-Menschen war. Kann ich auch nochmal einladen, das wird bestimmt spannend. Ja. Also, wir gucken, ob der auch mit der Maske hier sitzt. Soll er, meinetwegen. Also zeigt ja auch was. Ne? Ja. Also ich stehe mit meinem Gesicht zu dem, was ich denke. Und wer sagt, ich bin ein böser Bube, du wirst es nie jedem recht machen können, aber wir zeigen ja eigentlich, was wir machen und dass wir nicht menschenverachtend sind, sondern dass wir Menschen einladen und über alles reden und dass wir uns bewusst machen. Und ich glaube, wenn man an sowieso Bewusstsein, Spiritualität und was weiß ich, Reinkarnation glaubt, dann kann man nicht gleichzeitig sagen, dass Menschen, die eine andere, was weiß ich, Hautfarbe oder sonst was haben, dass die schlechter sind als andere. Das passt ja gar nicht. Ja, passt so oder so nicht in mein Weltbild. Ich bin jetzt nicht sehr spirituell. Manche haben mir gesagt, ich sei das schon automatisch durch das, was ich tue. Aber ich finde, das ist einfach, es ist ein Axiom eigentlich. Mhm. Etwas, was aus dir rauskommt. Wenn du eine Seele hast, die nicht malträtiert worden ist, ja, in der Jugend- oder Kindeszeit, sodass eigentlich deine Welt nur immer um deine Probleme und um dein Mikrokosmos kreist. Ja. Wenn dir das nicht passiert ist und wenn du mit Liebe in die Welt geboren wirst, dann hast du immer das Bedürfnis, deinen Mitmenschen zu helfen und dafür zu sorgen, dass sich Dinge verbessern und nicht mit roher Gewalt davor zu gehen oder Menschen zu zerschmettern. Wobei es natürlich auch eine Sache ist, also der Spiegel hat mich ja finanziell ganz schön in die Bredouille gebracht, weil die Gewerkschaft nicht mehr mit uns arbeiten. Die haben uns für ihre Azubi-Konzerte gebucht und das war natürlich alles, da hatte man sein Auskommen. Auf einmal war das weg. Ja, da fällt es einem selber natürlich schon schwer, nicht voller Wut und Hass zu sagen, was macht ihr da? Ich beschreibe doch nichts anderes als politische Phänomene, die im Mainstream nicht gehört sind und ihr schmeißt mich raus dafür. Ne? Also da muss man auch bei sich selbst ein bisschen drauf aufpassen, dass man nicht zu sehr aus der Haus fährt und dass man das auch nicht zu nah an sich rankommen lässt, denn das Bewusstsein bestimmt das Sein und das, was du erlebst, geh 3 Tage in den Wald und du bist der glücklichste Mensch der Welt, sofern du da zu essen und zu trinken hast, aber du erlebst was anderes und sofort hast du das Gefühl, das nennt sich Urlaub. Ja, deshalb machen Menschen ja Urlaub, einfach um ihrem Alltag zu entfliehen und auf einmal ist das Leben schön. Von jetzt auf gleich. Ne? Das heißt, man muss auch gucken, dass bei all diesen harten Themen man seinen persönlichen Rückzugspunkt findet, denn irgendwann wird man dieser Themen überdrüssig. Und ich meine, ich kann das alles gut von mir weghalten. Ja? Ich muss nicht jeden Tag weinen, weil Kinder in Palästina sterben. Obwohl, wenn ich da wäre, ich wahrscheinlich jeden Tag weinen würde. Ja? Mhm. Aber irgendwann kann das zu viel werden und dann muss man sich, wie gesagt, auch immer auf die schönen und guten Sachen besinnen. Und um dann wieder zurückzukehren zu können mit neuer Kraft in diesen Kampf für Frieden und Gerechtigkeit. Aber du drückst es ja in Musik aus. Das ist ja ein Verarbeiten eigentlich auch des Schmerzes der Tränen. Teilweise, wie gesagt, spüre ich das so in eine Form, die auch andere erreicht, die andere bewegen kann. Das ist deine lobenswerte Arbeit, die du machst, finde ich toll. Wir müssen irgendwie zum Schluss kommen. Du machst als nächstes bist mein Querdenken-Kongress, weiß ich, genau, ist einer der nächste Auftritt. Sonst noch irgendwas, was wir ankündigen können? Eine Sache, darauf möchte ich vielleicht noch hinweisen, um noch einmal kurz auf die Mahnwachen zu kommen. Und was die Mahnwachen tun können oder nicht, es gibt einen Hilfskonvoi, der nach Kremenschuk in die Ukraine fährt. Mhm. Das ist von Björn Apostel von der Mahnwache Hannover angestoßen worden. Ja. Darauf würde ich gerne nochmal hinweisen, denn hier geht es um Facebook-Gruppe auch. Genau, mahnwachen-helfen.info, glaube ich, könnte auch .de sein, nagelt mich nicht fest. Googelt es einfach, dann findet ihr es. Und da gibt es in ganz Deutschland jetzt verschiedene Spendenstellen, wo man Sachspenden, es geht um Kinderbekleidung, der Winter steht vor der Tür und es droht eine humanitäre Katastrophe in der Ukraine und die größten Verlierer des Krieges sind nochmal die Kinder, deshalb wird vornehmlich für Kinder gesammelt. Kleidung, Decken, und natürlich auch Geld spenden, denn der Transport kostet was. Es ist eine seriöse Firma, wie sagt man,
der den Hilfskon- ja, genau, eine seriöse NGO, ja. Die Osteuropa-Hilfe, die das Ganze organisiert. Und es wird auch eine Dokumentation geben. Also es ist nicht so, dass man irgendwie dann sein Geld spendet und nicht weiß, wo das landet, wie das ja schon manchmal bei Hilfsorganisationen passieren kann, sondern das wird dokumentiert. Die Leute der Mahnwache werden auch mithelfen beim Ein- und Auspacken der Sachen und beim Verteilen. Eine sehr lobenswerte Sache, wo viele in die Richtung auch gehen könnten, da mal in der Richtung was zu machen, wenn ihnen das nicht schnell genug geht. Es gibt immer Dinge, die man tun kann. Ganz und, konkret, genau. Da wollte ich dann auch noch einmal darauf hingewiesen haben. Ansonsten gibt es am 20.09. Mit den Mahnwachen in Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen den Marsch auf dem Landtag. Da fordern wir natürlich alle auf, sich dran zu beteiligen. Politiker erfüllt unseren Wählerwillen, ist da der Appell. Und am 3. Oktober gibt es bundesweite Aktionen. Zum einen in Kalka die Demonstration gegen die NATO und ihre Kriegsspiele, die sie von Kalka aus betreibt. Und wir werden in Hamburg zu Gast sein, wieder an der Erikos-Spitze und dem Spiegel nochmal auf die Füße treten. Super. Also es gibt immer was zu tun, ja. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf die Leute da. Das ist immer wieder schön. Man wird herzlich aufgenommen. Wir sind ja teilweise auch länger da. Wir übernachten bei den Menschen. Das ist einfach wunderbar. Es ist eine wunderschöne Gastfreundschaft, wie man von den Leuten aufgenommen wird. Man hat tolle Gespräche und ich finde diese Bewegung eigentlich wunderbar, wirklich. Und da, man kommt zusammen und man begegnet sich endlich mal in real life, ja, und nicht nur über Facebook. Das ist eine tolle Sache und so muss es weitergehen, ja. So ist es. Ich danke dir für die vielen Einblicke auch, die du mit uns geteilt hast und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und dass jetzt die 7 fetten Jahre auch wirklich kommen, denn du hast auch darunter gelitten, dass man eben quasi in eine Ecke gesteckt wird, wo man dann eben nicht gebucht wird. Aber wir kennen das alle, das ist so, aber du hast es durchgestanden und bist nicht verbittert, sondern setzt das schön um. Dafür danke ich dir, Woiner. Gerne. Vielen Dank.